Ja, Ich Leute, laufe wieder. das kleine Zwischengespräch habt ihr jetzt verpasst. Die Stimmung ist angespannt zwischen den Teams und witzigerweise stehen wir mal nicht mehr im Fokus. Ja, uff, Und Gott ich sei Dank würde es auch nicht. so lassen bleiben, ne, bleiben lassen wollen Ja, erstmal. ja, ja, ja. Ja, Okay, weiter das ist jetzt geht's. schön. Wollen wir mal Willst du den. dir ganz kurz die schnappen? Dann würde ich. Oder geh du mal an den Rex im Wasser hin und guck, was der drin hat. Achso, Vielleicht nee, können wir ich. da noch geile Ressourcen Mach rausziehen. du das Vielleicht haben besser die mal ja mit dem irgendwas Bär. Ich hole gebunkert. den Kento. Okay. Lass ich die hier mal kurz Weil ich kann mit dem stehen. Para dann halt auch ganz gut hier nochmal gucken, wie nah die sind. Ich meine, weil Mori ist gerade das erste Mal quasi mit Max unterwegs. So viel konnten wir da rausinterpretieren. Aha. Und das würde sich halt anbieten, dann auch Oh. bei unserer Base Ne, das ist ein vorbeizugehen. normaler Rex, glaube ich. 99%, komm schon, mein Freund. Warte, das gibt's doch nicht. Level 8, normaler Rex, okay. Ja, gut, das ist natürlich dann klar, dass der tot ist. Ich überlege Level echt, ob ich 8 den ist halt Paare kacke. hier unten lasse, auf der Rampe, damit er uns sagt, wann die hochkommen, weißt du? Damit Ja, wir. absolut, absolut. Ja, dann machen wir das auf jeden Finde ich eine Fall. sehr, sehr schöne Idee. Das Problem ist nur, ich habe dann wieder kein Reittier, aber man gewöhnt sich ja dran, ne? Und ganz ehrlich, so eine Verbesserung ist das Vieh hier auch nicht. Bewusstlos, ja, bewusstlos, mein Aber Arsch, du bist. du Der ist bei darfst ja alle 100%. Level, du Da, darfst ja endlich. alle Level Pi. in Speed stecken bei ihm. Pixie, ja, ich weiß. Das ist ja kein Problem. Aber das ist, macht ihn jetzt trotzdem nicht. Geiler. Nee, wirklich nicht. Ist das immer noch Kalles Leiche? Ja. Ja, die Da immer Steine und noch. so. Aber ich finde, das ist auch gut so. Das ist wie, wenn man so den Kopf des Gegners. Sag mal, bist du Justin? Justin? Nee. Justin? Is it you? Nee, Justin habe ich Da ja einmal kommt man von. hier rein, ihr Oh, dicken oh. Hier ist auf jeden Monstermütze. Fall was. Ja. Moment. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Was ist los? Moment. Red mit mir. Wir haben einen Dino wieder in der Klippe verloren. Och nee. Und ich hab mich. Und der Rex steht da einfach weiter in den. Oh, wir haben den zweiten an der Klippe verloren. Okay. Und ich hab gerade ein kurzes Orientierungsproblem, oder was? Ach nee, ich Ja, hab. da kann ich jetzt wirklich nichts dran ändern, denn. Ja, Komm aber. jetzt hier rein, du dickes Scheißvieh. Wir brauchen halt so dringend diese Fixsättel, ey. Alter, du kackst jetzt wirklich? Ist das dein? Okay. Boah, Gott. Ja, Leute, die Folgen entwickeln sich ja immer dynamischer, muss ich sagen. Das ist ein gutes Wort. Ja, wir müssen halt jetzt langsam die Entscheidung treffen, ob wir unsere T-Rex quasi mit auf unsere Klassenfahrt nehmen oder nicht. Ja? Weil eigentlich sollte das ja so eine Geheimoperation werden. Ich sehe uns da mit drei T-Rexen jetzt weniger geheim. Gleichzeitig könnten wir die aber währenddessen natürlich leveln. Ja, Was jetzt ich auch gehe nicht. mal eben die Rexe holen, ne? Wer macht das? Der Kento hat die auch nicht so wirklich. Ja, ich lasse den Paare mal hier stehen. Ich muss bei dem nichts machen, ne? Der macht das von selber. Ja. Ich park den mal hier ein bisschen verborgener. Oh, bitte. Okay, Get Rexed habe ich wieder. Vielleicht habe ich Dino-Noten gesehen, weil mir war es so, als hätte ich einen Dino gesehen. Also, Get Rexed habe ich, aber wo ist der andere? Oh Mann, ey. Aber den Low-Level suchen wir noch, ne? Schade, dass man Kento nicht Das reiten ist halt kann. so beschissen, ey. Aber der Kento hat übrigens auch mein Iguana Donner. Oh, ich habe gerade eine grüne Zahl gesehen. Warst du das? Ja. Okay. Nicht, dass unser T-Rex Ah, da. da ist er. Der ist doch supi. Ja, mal gucken, ob ich den da wieder rauskriege. Er ist nämlich wieder in der Höhle da drin. Wo Och er das nee. letzte Mal auch eingesperrt war, weißt Ja. Ich erinnere mich an. Das war unsere erste Beziehungskrise. Alter, der Rex sieht aber richtig geil aus. Sir Rexalot, Alter. Der ist ein richtig hübscher. Ja, Get Rex finde ich eigentlich noch besser. Ja, ich kriege ihn da wieder mal nicht raus. Das letzte Mal hast du es halt auch geschafft, ne? Jetzt ist er wieder draußen. Was ist los? Ich muss einfach immer nur erstmal sauer werden, dann kommen sie da raus. Jo. Ja, okay, ich mach ja schon. Bitte nicht wieder schreien. Bitte nicht wieder schreien. So. So, wenn die da hinten alle gerade sind, dann kann ich ja hier eigentlich gerade mal noch farmen. Ich sehe Ja, hier ja. gerade noch zwei Miezekatzen. Bisschen großer Farmer geworden in letzter Zeit, aber ist ja auch okay. Jetzt warte mal. So.
Level sind wichtig. Ja, das ist ja, und vor allem, wenn die Fickviecher in dir drin stehen, dass du nicht mehr wegkommst. Scheiße, ja. Ja, gut. Ich kümmere mich mal wieder um die Herstellung von den Dingern, die du gleich wieder verschießen musst. Nämlich den Narko-Dinger. So, dann kann ich die scheiß Pfeile, die du mir gegeben hast, die auch mal wegmachen. Oh, die sind da war wohl irgendwo anders gelandet. Na gut. Ja, ich guck mal, ob ich eine. Wie heißt das Ding nochmal, was wir bauen wollten, was so viel Metall kostet? Hä? Balliste. Balliste, ja. Balliste. Kostet viel Metall, echt? Das hat, hat er geschrieben. 500 Holz, 100 Leder, 300 Metallbahnen. Boah! Das ist aber. Das finde ich fast schon ein bisschen arg viel. Ja, wobei, wir könnten eigentlich mit Jutta dann richtig viel... Ja, ich gehe ja mal mit Jutta rum und dann haben wir das ganz schnell wieder. Warte mal. Jutta, wie sieht's denn aus bei dir? Hast du mittlerweile hier... Oh, nee, bitte, liebe Entwickler, bitte macht was am Pathfinding. Das ist kacke. Jutta, auf geht's. Jutta? Jutta. So, hoffentlich ist der Para da wirklich drin. In der Lage, die aufzudecken, bevor die hochkommen. Weil ich fühle mich gerade das erste Mal wieder sicher hier oben. Mhm. Ich dachte, das ein Bait ist, ne? Da unten sehe ich coole Zahlen. Du machst da scheinbar Spaß, ja, ne? Aber es ist krass. Ich bin halt auf der Base und sehe das, ne? Also man sieht die Zahlen halt echt weit. Ja. Ja. Jutta, ne? Geht ein bisschen mehr. Aber ich bin halt auch genau unter der Base. Eis ohne Leben, my friend. Ich liebe Eis in der Waffe. Eis ohne Leben. Eis ohne Leben. You are the loser. Ich glaube nicht, dass der Song so geht. Warte mal, da hinten ist gerade ein Baum umgefallen. You are a loser and we are the champions. Warte mal. Okay. Okay. Warum ist da ein Baum umgefallen? Weißt du, wie das heutzutage ist, ne? Hm. Ja, vielleicht Dino-Kampf oder so. Klimawandel so, ihr zwei so fetten Viecher. Und jetzt lauft mal so, dass ich das auch vernünftig hier da finde. Ja, vor allem, wenn du in der Base bist. Da ist ja das Hauptproblem wieder, ne? Dass die da nicht runterfallen. Wo hast du denn da... Oh, da unten sehe ich gelbe Zahlen. Gelbe Zahlen? Ja. Das heißt, irgendjemand bekommt Schaden. Okay, die sind also links unten wieder. Okay. Weggerannt. Wollen wir... Oh. Ja, ich würde halt so gerne, ne? Alter, ich... Würde auch voll gerne. Einfach mit Bären hinrennen, kurz einen wegsnipen. Ja, mach doch. Mein Segen hast du bei sowas. So, ich komme gerade mal rein. Oh, jetzt hast du Jutta in den Weg gestellt hier. Und der folgt ja auch noch. Junge, bitte mach das Folgen aus. Ja, ja. Wenn du in der Basis bist, weil die rennen dann in die Stacheln rein und dann haben wir. Ja, ich hab mir natürlich gedacht, boah, lass ich das mal an. Du hast den Trend und ich. Pixie genannt hat. Was soll ich dir sagen, ne? Oh, lol. Das war ein passender Name. Oh, warum höre ich immer noch das Geräusch? Ich hab doch gesagt, der soll mir nicht mehr folgen. Ja, weil der immer noch da reinrennt. Ja, warum ist der denn so dumm, Alter? Kannst du den wegziehen einmal, bitte? Ja, ich bin dabei. Und dann U drücken? Ja, Alter. Mach doch einfach mal deinen Job. So. Alter. Hallo, Pixie? Scheiß Pixie, Alter. Der ist gerade erst in der Gemeinde und schon wird er von dir wieder gemobbt, ne? Das ist ein gemobbt? Hör mal. Alter, was? Draußen höre ich nur. Ja, ich okay. Hab die mal so weggezogen, dass die. Oh. Ja, gut. Der Fuß ist in der Tür, sag ich mal, ne? Also. Das, der hat einen Fuß in die Tür bekommen. Jo. Das war interessant. Also die kleinen Farmdinos, die stellen wir hier in der Ecke, ja? Dass wir da ein bisschen Rangierplatz kriegen. Kannst du gerne machen, aber ich muss gleich mit dem Nager raus mal ein bisschen Holz holen. Oder wir verbrennen halt Zündpulver oder so. Das geht natürlich auch. Ja, vielleicht für Quarzpulver ist es vielleicht besser.
mehr Holz verbrennen. Ja, an sich schon, aber ich mache jetzt erstmal hier mit Zündpulver weiter. Also wir können halt. Das ist halt schon geil. Von dem zwischen dem. Ich glaube halt nicht, dass das random ist, woher die Sounds kommen. Glaube ich auch nicht. No time for losers, as we are. Eis mit Waffel. Alter, wir sind halt schon ein bisschen. Kannst du bitte aufhören zu singen? Es tut mir in den Ohren weh. So. Bin gerade am gucken, ob die nicht hier schon vor der Basis sind. Ja, aber wir haben ja den Parer da, ne? Der sollte ja angeblich. Eigentlich sollte er schreien, ja. Aber wenn wir in dessen Nähe sind. Der hat ja auch nur eine gewisse Reichweite, ne? Ja, also bei Eisklang das anders, muss ich sagen. Okay. Ja, was ist jetzt unser Plan? Wir haben jetzt 3 Angriffsdinos wieder. Also ich würde eigentlich ganz gerne ein bisschen die Dings runtergucken hier. Ja, aber wir wollten ja eigentlich Spinos zähmen, ne? Mhm. Also unser Wochenplan sah mal anders aus. Okay. Das Ding war, ich würde ganz gerne jetzt mir einen Bären holen. Weil wir es auch ein Low-Level-Bären, halt einfach nur, weil wir da unten halt noch die Bärenhöhle haben und da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass da noch was drin ist. Aber jetzt in der Nacht? Nee, jetzt in der Nacht fände ich hier gerade ein paar. Ich könnte noch ein paar Spikes bauen. Das könnte ich jetzt mal machen. Ja, das kann ich gerne. Fehlen Spikes bei unserer Basis. Boah. Was? Ich bin fast runtergefallen. Oh. Uff. Du, hör mal, wenn ich gerade dabei bin, kann ich auch wenigstens ein paar Sachen loswerden. Dann die Bason, Holz und Leder. Ja, ich baue jetzt gerade die Balliste. Also ich farm das Zeug für die Balliste. Okay. Brauch auch ordentlich Holz. Ja, kannst du vielleicht nochmal mit dem Nagel los, ne? Und vielleicht nehme ich dir auch einfach was weg. Ja, ich brauche übrigens, wir sollten vielleicht noch mehr Schränke aufstellen. Ja. Sodass die zwar looten können, aber wir halt verteilt auf mehrere Schränke durch quasi. Finde ich eine schöne Idee, ja. Können wir gerne machen. Denkt halt an Wasserglas aufzufüllen. Ja. Also gerade der Waffenschrank, den sollten wir halt nicht weiter so machen, weil das ist halt eine Einladung. Oh lol. Wir haben nur noch 6 Leben. Jetzt haben Max und wir haben 2 Dinos mehr. Ja, mit Slots, dem Unterschied, dass die halt die Dino-Slots halt auch gerade jetzt gut gebrauchen können. Bei uns die halt eher so. Ne? Was? Was hast du getan? Nichts. Wenn du das Ganze aus dem Nagel rausgehauen hast, bist du ein Arsch. Nee, nur so viel ich gebraucht habe. Okay, das ist okay. So, die Balliste kann man garantiert nur in der Werkbank machen, ne? Deswegen. Da jetzt erstmal wieder Holz rein. Das ist halt krass, ne? Ich bin jetzt mit dem Nagel einmal raus und kam irgendwie mit, was hatte ich, fast 1000 Holz wieder, ne? Mhm. Das ist halt echt angenehm. Der war halt nicht so, mehr wenn da. Jetzt. Wenn jetzt die beiden gekämpft haben, dann lecken die ja alle ihre Wunden, oder nicht? Also ich denke, Wundenlecken ist halt echt eine kurze Phase nur. Mhm. So, aber das ist halt, das geht halt so fix dann wieder. So, was brauche ich denn noch für die Balliste? Metallbarren, ja, Holz. Oh, aber 500. Wie viel Metallbarren braucht es jetzt? 300? 300, ja. Und haben wir sehr viel? Nee, wir haben ja gerade keine 300. Aber die was? Sind wir haben noch keine. Wir haben gerade mal 300? Wir haben keine 300, Alter, bitte. So. Aber ich mache gerade neue. Also, warte mal, ich guck mal nach. Wir haben halt also nur noch 2 Fasern Öfen. Fasern können wir halt auch tot werfen. Ne? Ja, ja. Also, hier sind gerade in den beiden Öfen sind jeweils noch 200 Metall am Durchböllern. Mhm. Aber wir haben halt nur noch 2 Öfen, ne? Deswegen dauert das mit dem Metallbein jetzt. Du kannst ja nochmal einen bauen. Ja, kriegen wir den hier rein? Ja, ich glaube, da nehmen die Schränke nochmal. Das würde ich dann gerne dir überlassen, weil, ne? Ich habe nicht so viel Skills. Ja, hier halt. Ja, mach mal. So.
Muss ich hier wieder, jedes Mal bin's ich. Immer muss ich den Mörtel und die Steine, das ist so schwere Arbeit und immer muss ich. Was? Ja, das stimmt alles und halt am Maul. Metallbahn, ja. Hier draußen sind noch 34 im Schrank. Oh, das ist gut. Dann hole ich die gleich mal. Ah, ja. Ich glaube, ich hatte die. Wer Ordnung hält in seinem Leben? Nee, ich hatte die verteilt, wo wir die. Daneben. Wo wir die Angst hatten, dass die jetzt gleich unsere Base knacken. Aha. Hab ich ja den ganzen Scheiß verteilt, ne? Ah. Alter, apropos Scheiß. Hier sind so nochmal 33. Ja, okay. Eben. Ich habe quasi einen großen Batzen genommen. Ja, komplett. Verstehe. Excellent. Sir Rexelot scheißt übrigens jetzt wortwörtlich vor die Tür. Stein. Und zwar. Hart. Genau. Also, was fehlen jetzt noch? 30 Metallbahnen. Hast du noch welche? Holz, nein. 20. Feuerstein. Haben wir noch irgendwo Feuersteine rumliegen? Nee, offen. Die sind fast immer mangel. Ey, hier hinten ist sie offen. Ja. Ja. Das könnte sein. Vielleicht. Ja, so. Aber ich wollte die Schränke nie abbauen, weißt du? Ja, ja. Haben wir echt keine Feuersteine mehr? Das ist doch zum Nee, Bein. Feuersteine müsst ihr jetzt schon. Sind. Übel oft auf Farm gehen soll. Deswegen sag ich immer, mach die kleinen Dinger da kaputt. Mach die kleinen Dinger da kaputt. Oh, Feuerstein. Ich könnte mal die Steine aus Jutta holen, ne? Natürlich hast du Jutta jetzt so weit weggeparkt, dass die Steine zu tragen natürlich ein großer Spaß ist, aber es geht. Voll leise. Okay. Alter, der Scheißhaufen von unserer Tür wird halt zur Belastungsprobe auf Dauer. Wir haben halt echt noch viele Steine. Das ist halt echt klasse. Da. Ofen steht. Hast du noch Narko-Bären? Bestimmt. Guck mal im Bären gleich. Den Iguanodon-Sattel habe ich mal wieder in die Dingsbombs getan. Ja, das ist gut. Alter, die kacken hier halt hinter sich. Das ist halt wirklich krass, ne? Ich meine, das Spiel kann ich hab nur 14 Bären dabei. Oh, mach trotzdem mal rein, ne? Kleinvieh ist auch Mist. Wäre eigentlich hier immer noch kein Dach? Ne, haben wir nicht. Hallo, Tür zu jetzt, du Arschloch. Nicht so. Okay. Neue Betäubungspfeile. So, in den Mörser hast du gesagt. Jo, das wäre supi. So, wir haben okay, jetzt hier mal wieder das holen. Das. Ach, guck mal. Pünktlich wie die Maurer. Feuerwehr. Achso. So. Zack. 13 fehlen noch, aber die haben wir ja bald. Narkotöpfchen haben wir hier. Durch die Pfeile wieder zurück. Wie viele normale Pfeile haben wir denn? Nur 45, aber irgendwo in einem Dino hängt sie. Ich habe noch 29 hier bei mir. Ah, ich nehme mal gerade Fleisch aus irgendeinem und mach mal ein bisschen lecker essen, ne? Ja. Zack, zack. Nehmen wir nochmal den Holzstack raus, der irgendwie ein T-Rex ist. Das passt ja gut. Zack, Holzkohle raus. Noch mehr Feuer in der Bude. Alter, hier. Also, wir fackeln unsere Bude halt echt immer hart ab, ne? Das kann man echt nicht anders sagen. So, hier nochmal die drei Metallbahnen. Zwei Metallbahnen. Wieder voll hier. Ja, ich glaube, also Fasern können wir tatsächlich inzwischen wegschmeißen. Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es ja nicht gesagt, aber ich habe die mittlerweile echt noch weggekippt. Also, weil ich stand vor der Kilpe, hab gesehen, ich habe noch Fasern drin und dachte mir, weißt du was, Alex, ist gut gemeint, aber leck mich. Das ist. Aber Leder nicht, ne? Nee, Leder habe ich wirklich nicht. Nee. Ich doch nicht. Nee. Hör mal. Das könnte vielleicht mal hier und da ein. Passiert sein. Ja, weißt du, schmeißt da halt auch so einen Schrott rein, ne? Da ist Fleisch drin zum Beispiel. Ah ja, hast ja recht. Ich sag ja nicht, dass ich unfehlbar bin, ne? Ich würde nicht den ersten Stein schmeißen. So, Balliste. Jetzt fehlt mir ein Holz wegen der Balliste. Was hast du denn hier rausgenommen, du gieriger Kirschlund? Was? Ein Holz hat mir gefehlt für die Balliste. Komm mal ran, ich baue die Balliste. Bist du da? Ja. Gut. Warte, ich setze mich auf Barbara. Ja, jetzt ist eh schon im Getriebe. Ja, ja. 104 Punkte habe ich bekommen. Oh, ich habe ein Level-Up bekommen. Lecker. So. So, Arabrab. Zack. Was haben wir hier? Moin, hallo. So, ja. Hier, fein. Machst du mir oben ein Dach drauf hier?
Weil du mir oben Dach dafür? Oh, ich kann das doch selber machen, weißt du was? Ja. Bevor ich mir so. Das Mecker anhören muss. Steindach ist das, ne? Stein. Ne, es gibt kein Steindach. Doch. Ah, da habe ich es noch nicht gelernt. Ja. Stein. Grab. Oh, schön. Was denn? Das erste, was ich gesehen habe, war Grabstein. Hä? Ist dir sicher, dass es das gibt? Strohdach, ja. Holzdach, schräges Gewächshausdach. Dann ist es vielleicht Steinboden oder. Aua, Stacheln. Stein. Ja, also muss ich dich enttäuschen. Echt jetzt? Ja, da sehe ich gerade nichts. Warte mal. Stein. Nee. Steindach, doch. Okay, Leute, vielleicht bin ich dumm, aber. Ja, schon. Zaunfundament. Fundament aus Steinstruktur. Gib's doch einfach Steindach oben ein bei den Engrams. Das hab ich eben. Oder? Steindach. Du musst auch richtig schreiben, ne? Weiß. Okay, ich bin offiziell retarded. Wie ist das jetzt passiert? Krass. Stein, Holz brauche ich. Das war beeindruckend. So, Stein habe ich. Holz. Du könntest eigentlich das ganze Holz auch ersetzen. Ersetzen. Ja. Also mit die was? Holzdächer. Mit Steindächer. Ach so, ja. Das also wenn wir genug haben, aber ja, ich würde jetzt, weiß ich nicht, ob ich so viel Zeug verpulverisieren würde. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Hast du den Dingeling eigentlich auf Wachturm-Modus gestellt? Nee, habe ich dich noch gefragt, ob ich da was machen muss? Kam keine Antwort. Dachte mir also, ja, als ob du mich gefragt hast. Ich hab dich aber das ist mittlerweile, Alex, weißt du, am Anfang habe ich eine Frage noch dreimal gestellt. Heute denke ich mir, gut, Luck have fun, ne? Da wird dann engaged. So, da ist einfach nicht mehr zeiteffizient. Da. Aber ich weiß wo ist auch unser nicht, ganzes Stroh? Ist das draußen? Ja. In den Schränken. Da ist auf jeden Fall was. Also, ich sag mal so, ich bin leicht überladen. Also wenn das jetzt zu viel Information ist, kostet mich das 6 Minuten Spielzeit. Ich habe noch Narco-Berries gefunden da in dem Vieh. Geil, dann mach mal. Steindach. Alert Settings. Change Auto Frighten and Turret Mode. Prompt deaktiviert. Enable Turret Mode. Und jetzt schreit das sofort rum. Das wäre echt. Steindach. Steindach. Oh. Was? Yo. Jetzt seriously? Ja, da unten sind welche. Das ging ja echt schnell, ne? Ja, die sind aber unten unter uns quasi. Also kann halt sein, dass... Hast du was gehört? Also hast du oben so eine blaue Schrift? Ey, ich war leider gerade am bauen. Also ich hätte jetzt auch nicht... Hast du oben eine blaue Schrift? Nee, aktuell nicht. Okay, dann hat der eine gewisse Reichweite. Okay, pass auf, dann ziehe ich den mal ein bisschen... Ey, wie komme ich da mal an die Leiter ran? Was muss ich dafür drücken? T? E. E halten für Option. Nee. Nee, hochspringend E drücken. Ah, okay. Okay, er sieht da halt unten welche. Und folgt mir jetzt nicht mehr, weil... Weiß ich nicht. Also, halten und E kann ich nicht bestätigen? Du sollst nicht E halten, du sollst dran springen und E drücken! Ja, nee, kann ich nicht bestätigen. Welche Taste könnte... Oh, muss schon von der richtigen Seite auch machen, ne? Ah, okay. Das könnte ein Grund sein. Nee. Nee. Hochklettern. Na gut. Probieren wir es. Oh Gott, Alter, ich komm hoch und da ist einfach ein Schwanz in meinem Gesicht. Ja, ist halt, das ist schön hier. Ja, fühlst du dich okay, wohl? Okay, wir können nur die hier die eine Seite machen. Was soll ich mach mal sagst. Wieder an Turret Mode. Mal gucken, ob er jetzt... Okay, also der Schwanz hier oben ist wirklich eine Belastungsprobe für mein Selbstwertgefühl. Alter, da ist er. Weil er größer und schuppiger ist, oder? Alter, der hat halt Zacken hin. Also, da bin ich halt am Ende. Da, So, jetzt muss ich das Ding hier aber auch sinnvoll aufstellen. Wo ist denn hier vorne? Wir behaupten, da ist vorne. Wo sind wir denn eigentlich Dritte, ne? Also Mittwoch. Ja, wir sind am Mittwoch. Okay. Hier passt doch ganz gut, ne? Ja. Kann ich ja in der Nase bohren, wie ich will. Das ist toll. Ja, ich schneide auch immer raus, wenn du einen Zug nimmst, ne? Ich bin da ein netter Mensch. Oh, das ist sehr lieb. Das mache ich bei mir zum Beispiel, da achte ich gar nicht mehr drauf. Weißt du, es ist halt auch so,
Vorbildfunktion hin und her, aber auch, man muss mal Menschen leben lassen, so. Also man kann relativ weit runterziehen. Ich kann quasi jetzt vor unserer Haustür schießen. Okay. Das heißt, das wenn wir nice. Das hoch genug hinter das Tor bauen, können wir da halt richtig schön runterballern. Okay. Problem ist nur, das Ding ist halt echt teuer. Also da muss man schon... Na gut, dafür kann es halt auch ordentlich, ne? Also ein 900er Headshot beim T-Rex ist halt schon sexy. Ja, auf jeden Fall. Da schießt er halt fünfmal den Kopf, dann fällt er um. Ja, ich sehe uns da auch, muss ich sagen. Also die Optionen, das Ding zu, die Base zu verteidigen, sind damit auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Da bin ich nicht ehrlich. So, und die Balliste... Ich habe jetzt hier draußen mal ein bisschen Unkraut gejätet. Oh, gibt's extra Ballistenmunition? Oh, nö, oder? Pfeile. Oh Gott, muss man da auch noch Munition für bauen? Scheiße. Vor allem Level 79 wahrscheinlich, oder? Hm. Also ich habe halt jetzt da versucht, Steinpfeile reinzumachen, das hat jetzt nicht geklappt. Balliste. Eine spitze Speerbolzen heißen die effektiv gegen große Dinos. Okay, Speerbolzen. Ja, das ist halt Speer. Level 79, ne? Ja, Speerbolzen 29. Oh, ah, tatsächlich. Ja. Und was kriegen wir da nochmal mit? 14 Medallbahnen, Alter. Boah, die böllern gut. Und Feuerstein, das ist gerade fast das größere Problem. Oh. Ja, ist halt ein teurer Spaß, aber ich meine, wir haben ja die Base genau für so, solche Gründe, ne? Ich meine, wir haben immer gesagt, ja, wir haben hier Metallbahnen zu landen. Irgendwann muss man die auch nutzen. Feuerstein ist halt ein Witz.